Hi, ich sag wieder herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ihr kennt ja die Kameras von LSC Smart Connect oder aber auch alle anderen Tuya-Kameras. Die können wir auf dem Computer anschauen. Es ist total einfach, ihr müsst nichts installieren, nichts, was ihr nicht jetzt vielleicht auch schon installiert habt. Und das Ganze ist auch von jedem Ort der Welt verwendbar. Ich versuche euch das mal kurz zu zeigen. Es gibt aber auch andere Varianten, die werde ich euch in diesem Video auch zeigen. Und ich finde das cool. Das ist auf jeden Fall die kleine Indoor-Kamera, die kann ich als Vollbild schauen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, ich habe jetzt zwar nur noch eine Kamera, aber ihr könnt hier mehrere Kameras anschauen. Das ist eine richtig geile Sache. Ich finde das interessant. Vielleicht probiert ihr das mal aus. Und die anderen Möglichkeiten werde ich euch auch noch erwähnen. Ja, da müsst ihr euch aber selber durchfuchsen. Ist halt nicht so einfach. Jetzt werden wir das Ganze erstmal ausprobieren. Wir richten jetzt zuerst die kleine Indoor-Kamera nochmal ein. Das Prozedere mit der Einrichtung ist aber bei allen LSC und Tuya Smart Home Kameras identisch. Das heißt, immer Wi-Fi-Passwort klar machen, WLAN-Name besorgen, vielleicht 5 GHz Signal im Router ausschalten, ein Smartphone haben, die Berechtigung mit dem Standort erlauben und ja, jetzt legen wir mal los. Genug gelabert, jetzt geht's in die Praxis. Ja, um die Kamera am Computer anzusehen, müssen wir sie natürlich erstmal auspacken und ganz normal mit der Tuya-App einrichten. Die LSC Smart Connect-App ist dafür nicht geeignet, aber alle, die die Produkte bei Action kaufen, die sind alle Smart Home-fähig und von Tuya produziert und LSC Smart Connect verkauft das unter eigenen Namen mit einer Tuya-App, wo halt nur LSC draufsteht. Weniger Kompatibilität mit anderen Herstellern. Ich empfehle immer die Tuya-App. Mittlerweile hat Action aber den Dreh raus und hat gesagt, wir schreiben Tuya da nicht mehr drauf. Sehr schade. Aber bis jetzt auch die neuen Geräte, wo das nicht drauf stand, konnte ich alle in Tuya einbinden. Ja, als erstes richten wir die Kamera einmal ein. Dafür müssen wir natürlich die Tuya-App herunterladen und installieren. Brauchen unser WLAN-Zugangsname und das WLAN-Passwort. Natürlich funktioniert das nur mit 2,4 GHz Wi-Fi. Das heißt, sollte die Einrichtung nicht sofort klappen, geht in euren Router rein. In der Anleitung steht, wie das funktioniert. Und deaktiviert im Bereich WLAN das 5 GHz Signal während der Einrichtung. Nach der Einrichtung, wenn sie erfolgreich war, könnt ihr das Signal wieder aktivieren. Ja, zuerst stecken wir die Kamera einmal ein, so dass sie hier ihre Musik macht. Und dann öffnen wir die Tuya-App. Und richten ganz normal diese Kamera ein, wie man das halt gewohnt ist. Das ist jetzt die neue Indoor-Cam von LSC Smart Connect. Soweit so gut, habe ich euch schon mal gezeigt. Schaut mal nach, ich habe auch eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Dort sind ganz viele LSC Smart Home Kameras und Tutorials dazu, wie ihr das Ganze macht. Zuerst müssen wir natürlich hier einmal die Tuya-App öffnen. So wie ich das immer mache. Jetzt müssen wir... Ja, da kam die Musik. Jetzt starte ich euch die Bildschirmaufnahme. Das heißt, ihr seht jetzt gleich auf der rechten Seite das Kamerabild. So, ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite das Bild von meinem Smartphone. Ich gehe jetzt hier ganz wie gewohnt hier auf das Plus, suche mir die Kamera hier raus und sage einfach Sicherheitskamera Wi-Fi ist das. Ich sehe, dass sie blinkt. Gehe auf Weiter. Hier oben kommt der Name meines Wi-Fi-Signals rein, beziehungsweise der WLAN-Name und unten das Passwort. Da müsst ihr auf Groß- und Kleinschreibung achten, da können auch Symbole rein und sonstiges. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann einfach auf Weiter. Ich mache das mal eben, ich blende mal eben hier wieder alles aus. Und wenn ich das gemacht habe, dann halte ich dann einfach diesen QR-Code, der hier generiert wird, vor die Kameralinse, achte dabei auf die Reflexion. Bestätige das einmal, dass ich diesen Signalton gehört habe und dann sucht auch das Smartphone schon die Kamera und fügt das in die Tuya Cloud hinzu. Ja, wir wechseln jetzt einmal die Ansicht. Wir lassen die Kamera hier stehen. Ich möchte euch ja nur die Einrichtung zeigen und wie ihr das Ganze am Computer gucken könnt. Weil die erste Möglichkeit ist, am Computer zu sehen, das ist einmal über eine Internetseite. Da wechseln wir aber jetzt erstmal die Perspektive. Ja, als erstes müssen wir natürlich den Link haben, den blende ich euch einmal ein. Ich versuche euch den mal vorzulesen. Ich habe jetzt 4 Versuche gebraucht. protect-eu.ismartlife.me. Da kommt ihr auf diese Seite. Oben rechts könnt ihr hier eure Sprache auswählen. Dann könnt ihr hier noch ein Rechenzentrum auswählen. Und dann können wir hier einfach auf Aktualisieren gehen. Und dann sehen wir hier rechts ist so ein QR-Code. Da gehen wir jetzt einfach mit unserem Smartphone drauf. Ja, um das Ganze hier jetzt scannen zu können, müssen wir jetzt in der Tuya-App unten rechts auf Profil gehen. Und dann haben wir oben
rechts unter den Akkusymbol vom Smartphone, da seht ihr so einen Kasten mit so einem Strich, da tippen wir mal drauf und dann kommt ein QR-Code-Scanner und dann können wir das einfach ganz chillig hier dran halten und den Login bestätigen. Und dann sollte das sich jetzt hier verbinden und ich sehe jetzt hier links alle meine Geräte. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel machen. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht meine Airwall anschalten kann, aber das geht leider nicht. Da habe ich schon alles ausprobiert. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir möchten ja die Kamera sehen. Und zwar müsste die, wie heißt die jetzt hier, LSC Smart Indoor Kamera. Da klicken wir drauf. Dann müssen wir jetzt hier einmal auf Zulassen, weil da möchte mein Mikrofon haben, wahrscheinlich für das Zwei-Wege-Audio. Und ihr seht jetzt hier, bin ich. Die Kamera steht da, wo sie gerade auch schon stand. Und das ist die erste Möglichkeit, wie wir das Ganze veranstalten können. Die anderen Möglichkeiten erkläre ich dir jetzt. Ja, die erste und einfachste Möglichkeit ist einfach, wenn ihr Windows 11 auf eurem Computer installiert habt, dann könnt ihr da über den bei der Möglichkeit, Apps zu installieren von Android. Android ist ein Linux-System, da könnt ihr halt auch Apps installieren. Wie das funktioniert, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Aber die Möglichkeit besteht, dass Windows 11 Android-Apps installieren kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe Windows 11 zwar auf meinem Computer, den benutze ich aber ausschließlich nur noch zum Bearbeiten von meinen Videos. Ich hatte das auf meinem Laptop drauf, aber Windows 11 ist für mich noch nicht ausgereift genug, um es für meine Zwecke zu benutzen. Die zweite Möglichkeit ist, BlissOS auf einem alten Computer zu installieren. BlissOS ist ebenfalls ein Android-Betriebssystem und ist mit ganz vielen alten Computern und so kompatibel. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. Das blende ich euch am Ende dieses Videos ein. Habt ihr ja die Kacheln und dann könnt ihr euch das anschauen. Und die nächste Möglichkeit ist einfach, wenn ihr einen Computer habt, dann könnt ihr einen Android-Emulator benutzen. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Das zeige ich euch natürlich auch am Ende des Videos. Und in diesem Android-Emulator könnt ihr ganz gewohnt wie an einem Tablet oder an einem Android-Smartphone Apps installieren, euch mit euren Daten, die ihr bereits von eurem Account von LSC oder der Tuya-App habt, euch dort einloggen. Ich habe das Ganze nur mit der Tuya-Variante probiert. Ich vermute, mit LSC funktioniert das Ganze nicht. Deswegen, ich empfehle sowieso grundsätzlich die Tuya-App zu verwenden, weil der Vorteil der Tuya-App ist es, dass ihr auch von anderen Herstellern, die auch Tuya-Hardware verwenden, diese gemeinsam mit den LSC Smart Connect Sachen in einer App benutzen könnt. Das heißt, ihr habt nicht zwei, drei Apps auf dem Smartphone, sondern nur eine App. Das finde ich komfortabler und auch wenn man smarte Szenen erstellt, dann könnt ihr auch das auch mit den ganzen anderen Geräten der anderen Hersteller auch dann in eins verbinden. Das heißt, ihr müsst nicht da was machen und da was machen, sondern ihr habt die Möglichkeit, das alles smarter zu verwenden. Aber bald kommt sowieso dieser Standard Meta. Ich bin gespannt, ob Action sich das dann auch zu Herzen nimmt, das Ganze in einen Smart Home System zu integrieren. Aber da werden wir mal schauen. Meta wird ja bereits hier für iOS und Google weiterentwickelt. Auch Amazon Sprachassistent kann das Ganze schon. Aber die Hersteller sind jetzt am Zug und müssen ihre Geräte mit neuen Firmware-Updates und Software-Updates in dieses System mit integrieren können. Und ich bin gespannt, wenn das dann irgendwann mal soweit ist und man wirklich alle Hersteller in einer App hat. Das wäre richtig geil. Da hat man nur noch eine App und dieses Problem sollte aus der Welt geschaffen sein. Ja, ich danke euch fürs Einschalten. Links zu den Videos auch in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch das in den einzelnen Kacheln, wie das Ganze nochmal funktioniert. Ich danke fürs Einschalten. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Björn.